Hallo Freunde! Herzlich willkommen hier heute zurück zu einer weiteren Episode Goat Simulator. Das beschissenste Spiel auf dem kompletten Planeten. Genau das denke ich mir auch gerade. Ganz, ganz viele von euch haben sich mal wieder Goat Simulator hier auf meinem Kanal gewünscht. Ach, ich krieg da hier mal erst den Helm auf. Viele von euch wollten mal wieder Goat Simulator sehen, deswegen gehen wir direkt auf unseren Dual Wheeler und das sieht auf jeden Fall richtig professionell aus. Sag mal, wie fährt man denn nochmal mit dieser Scheiße? 12 seconds later. Und auf einmal brennt einfach jemand. Ich liebe dieses Spiel. Jetzt kein Scheiß, ich muss doch R drücken, dann bin ich doch da drauf. Ah, okay. Jetzt kann ich fahren. So. Sehr gut. Nein. Ich bin sehr gut in diesem Spiel. Falls der ein oder andere unter euch... mich komplett verarschen? Als wenn ich nicht mal so einen kleinen Hügel hochfahren kann. Falls der ein oder andere das Spiel Goat Simulator nicht kennen sollte, Digga, diese Steuerung ist so be... Das kann doch nicht wahr sein. 1 hour later. Fahr einfach los, Alter. Wir laufen jetzt zu Fuß. Das hier ist das Spiel Goat Simulator. Wir spielen diese kleine Ziege. Ich glaube eh, dass jeder Goat Simulator kennen sollte. Und das hier ist immer noch diese Waste of Space Map, in der wir im Weltraum sind. Wir können auch mal mit so einem Ding, glaube ich... I'm sorry. Ich wollte damit eigentlich nur fahren. Keine Ahnung, was ich hier jetzt wieder kaputt gemacht habe, aber die Teile sehen nicht mehr so fahrbereit aus. Das hier ist auf jeden Fall immer noch diese Goat Simulator Waste of Space Map, wo wir im Weltraum sind. Das ist die Erde. Da wohnen wir. Es gibt hier auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Dinge zu entdecken, die wir einfach noch... Ich weiß nicht, was die Mission von diesem scheiß Ziegen-Dings ist. Ich will hier einfach nur normal rumlaufen. Was macht... Hallo Ziege. Wie geht's dir? Oh. Wir haben auf jeden Fall in der letzten Folge, die ja schon wirklich fast ein halbes Jahr her ist, meine ich, haben wir diesen Raum hier entdeckt. Das hier ist der Eingang ins Research Center. Hier sind wir letztes Mal schon rumgelaufen, haben verschiedenen Schwachsinn gemacht. Heute möchte ich mit euch irgendwo anders hingehen. Aha. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal hier ein bisschen weiter drin um in diesem ganzen Gebiet. Das ist ja riesig. Also die Map ist, glaube ich, die größte, die es bisher je in Goat Simulator gab. Oh. Okay. Also das sind, glaube ich, so Heißwasserquellen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, was das soll. Hier geht irgendwie so ein Dings rum. Oh, hallo. Ja, moin. Ja, moin. Ziege, lande mal bitte da neben den Kisten. Denn in diesen Kisten ist Geld drin. Und was ist jetzt passiert? Oh, damn, wir haben einen neuen Ort freigeschaltet. Ab hin da. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Money Bin sein soll. Wenn wir hier mal reingehen, wird mir, glaube ich, auch erst wieder mein Helm abgenommen. Genau. Steppen wir mal hier rein. Das hier ist, warte, Moment, was steht da oben? Das ist die Kommando Bridge. Ich habe keine... Oh mein Gott. Was ist denn... Bruder, was ist denn mit dir falsch? Frisst der Gras? Ich und mein Homie suchen auf jeden Fall weiter das Money Bin. Was das hier vor... Oh, hallo! Hier haben wir noch ein bisschen Geld. Nein! Digga! Er ist weg! Rudi! Ah, hier. Komm mit. Komm. Komm mit. Schnell. Digga! Ey! Wo ist er? Ach, jetzt fliegt er hier unten in der Luft rum, oder was? Je mehr Gegenstände man findet, je mehr Kisten man öffnet, desto mehr eröffnet man sich hier die Welt. Lol. Access denied. Okay, da hinten komme ich anscheinend noch nicht rein. Aber wir suchen mal weiter. Da ist die Library, also die Bücherei. Hier vorne sind noch weitere von diesen komischen Sachen. Da ist wieder die Bücherei. Hier sind... Der haut einfach auf einer Palette Holz rum. Ja, viel Spaß unter den Kisten. Hier unten ist irgendein Yoga-Kurs oder sowas. Also sieht zumindest nach irgendeiner Trainingsdings aus. Was macht ihr hier? Das hier sind nur so Pappfiguren. Ach, hä? Das sind... Digga, was ist der Sinn? Ich suche doch einfach nur dieses komische Money Bin. Ich hau jetzt mal mich mal hier drauf und flieg mal hier hoch. Vielleicht finde ich das ja von hier oben. Ich hab... Diese Map ist so fucking groß. Hier nehmen wir erstmal noch die Kisten mit, weil die genau hier sind, ist halt das ganze Geld drin, was wir halt brauchen, um irgendwelche neuen Sachen freizuschalten. Hier ist... was soll... Soll ich da mal reingehen? Oh! Hallo, Freunde, was macht ihr? Ich habe mal wieder überhaupt keine Ahnung, was hier abgeht. Wenn ich hier rausgehe, bin ich auf der anderen Seite. United Slate of America? Also das ist irgendeine Ranch, auf der ich gerade bin. Die normale Map von uns ist... Ich habe keine Ahnung.
Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Ich kletter hier mal eben die Steine hoch und da sehen wir auch schon, dass ich nicht... Das hier ist, glaube ich, unsere normale Map, ne? Keine Ahnung, wie ich dann jetzt auf diese Ranch gekommen bin. Magic. Aber egal, Freunde, wir schauen uns hier mal um. Moin, Leute. Habt ihr... Oh. Oh, oh, shit. Diese... der Schirm... Oh, jetzt ist er komplett verschwunden. Egal, mehr Essen für mich. Was haben die denn hier gegessen? Da liegt ein Brot. Das hier ist... Ja, Brot. Ja, komm, nehmen wir das Brot mal mit. Ich weiß trotzdem immer noch nicht, wie ich hier hingekommen bin. Hallo, Ziege! Hey, kannst du mir sagen, wo ich hier bin? Ich lasse dir auch das Brot hier, ne? Kannst du essen. Da ist das Brot. Da. Nee, nicht da. Kann es sein, dass du dumm bist? Von da komme ich auf jeden Fall. Also von Sunny's Soup and Stargates. Also irgend so ein Suppenladen und, was machst du hier? Ziegen verboten. Was, wenn ich hier drauf gehe? Was willst du machen? Sorry. Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich hier machen soll. Da stand irgendeine Aufgabe. Nein. Nein. Hä? Lol. 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 Ich. What the? Ich kann. Ich flieg grad. Leute, ich flieg grad durch den Weltraum. Oh mein Gott. Ich kann. Oh. Oh mein Gott. Immer mit der Ruhe, okay? Um das Ganze mal kurz festzuhalten, ich fliege gerade durch den Weltraum. Als Ziege. Mit einem Helm auf. Wir entfernen uns auf jeden Fall immer weiter von der Ranch da hinten. Ich weiß nicht, was das hier oben ist. Das ist eine Galaxy Pizza. Freunde, ich bin gerade wirklich sehr, sehr verwirrt. Ich habe überhaupt keinen Plan, was wir hier gehen. Oh mein Gott, jetzt kollidieren wir mit dem... mit dem Pizza, Dings. Hold R to beam back to the station. Also ich halte jetzt mal R gedrückt und dann bin ich... Ah! Okay. Eigentlich war das heutige Ziel, dieses Money Bin zu finden. Jetzt ist er eine... eine Kuh aus Styropor. Kann ich die mitnehmen? Ja, komm, dann nehme ich die Kuh jetzt mal mit. Ein paar Sekunden später. Digga, komm. Die Kuh und ich erkunden jetzt hier gerade diese Ranch, diese Slate of America heißt es ja, glaube ich. Komm, Kuh, wir gehen jetzt mal hier vorne lang, schauen uns das hier mal an. Hier ist auf jeden Fall nichts. Was ist denn das? Was ist denn? Kuh, du musst leider weg. Ich habe eine neue Kuh gefunden. Also wir haben jetzt hier diese komische Kuh und können jetzt mit der Kuh hier irgendwelche Abenteuer erleben. Die sieht halt nicht so gesund aus irgendwie. Keine Ahnung, was mit der abgeht. Wir sind immer noch auf der Suche nach diesem Money Bin. Kann ich jetzt mit der Kuh in den Weltraum? A few inches later. Ich sag gar nichts mehr. Find the Ranch Owner. Also wir sollen den Besitzer dieser Ranch hier anscheinend finden. Das ist unsere Aufgabe. Ich habe allerdings überhaupt keine Ahnung, wo ich da irgendwie anfangen soll, den zu suchen. Oder wo hier... Ich meine, die Ranch ist ja nicht groß. Ich glaube... Howdy, Partner. I'm glad you came to help me out. My garlics are gone. Please help me find them. Und das sind mal wieder meine Antwortmöglichkeiten. Put the animals in the pen. Jetzt habe ich auch noch eine Mission oder was? Digga, ich lecke ihn die ganze Zeit an und dann nach einer gewissen Zeit hört er einfach wieder auf, sie zu lecken und dieser Garlic läuft weg. Guck mal. Hier, ich drücke E, ich lecke ihn und die Zunge ist wieder weg. That's what she said. Kannst deine scheiß Tiere da selbst wieder reinpacken. Wir verschwinden von hier, Freunde. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses United Slate of America oder was das hier auch immer ist. Ich will zurück hier in meine komische Welt hier. Genau, da sind wir wieder. Und ich will dieses blöde Money Bin finden. Das, was wir heute freigeschaltet haben. Meine einzige Mission heute war, zu diesem Money Bin zu kommen. Und das Einzige, was ich überall sehe, ist dieses Crowd-Kicker und keine Ahnung, was hier unten kann ich irgendwie langlaufen. Das ist noch komplett verschlossen. 12 seconds later. Wir haben was Neues freigeschaltet und zwar Testing-Chat. Oh! Wir haben das gerade freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt hier oben einfach mal reingehen in dieses Test-Chambers. Jetzt wird uns wahrscheinlich wieder der Helm abgenommen. Genau. Und jetzt öffnet sich die Tür und jetzt können wir hier rein. Und jetzt bin ich in irgendeinem Testgelände, glaube ich. Warum werden denn da Kühe ausgestellt? Also ich habe keine Ahnung, was ich auch hier machen soll. Da sind auch wieder irgendwelche Kühe, die ausgestellt werden. Hier steht eine Kuh. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Portal. Allerdings würde ich sagen, dass wir das alles in der nächsten Folge von Goat Simulator machen werden, meine lieben Freunde. Ganz, ganz viele von euch meinten einfach unter meinen letzten Videos in den Kommentaren, Luca, wann lädst du endlich mal wieder Goat Simulator hoch? Hier, das ist die Ziege. Von daher, wenn euch das heutige Video hier gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter diesem Video hier da. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob ich eventuell nächste Woche nochmal Goat Simulator hochladen soll, weil die Map ist riesig. Und ich habe auch noch gesehen, dass es so ein Goat Simulator Zombie
Edition gibt. Also wenn ich das nochmal irgendwie spielen soll, dann schreibt es unten in die Kommentare. Abonniert gern kostenlos meinen Kanal hier unter dem Video, falls ihr noch kein Teil der Lu Crew seid. Und jetzt kommt das Outro.